ihr wieder eingeschaltet habt. Es tut mir wahnsinnig leid, dass es jetzt am Donnerstag, am vergangenen Donnerstag, kein Video von mir gab. Aber das hatte halt den Grund, dass ich einfach mal meinem Körper eine Auszeit geben wollte, weil ich mich momentan nicht ganz so gut fühle und ja, und dann hat man dann auch irgendwie keine großartige Lust, Videos zu drehen, obwohl man so gerne Videos dreht und auch so gerne Videos schaut. Und es tut mir auf jeden Fall leid, aber pünktlich heute am Montag gibt es wieder ein weiteres Video und ich denke mal, dass ich jetzt auf dem guten Weg bin der Besserung und dass ich auch wieder die Zeit haben werde, regelmäßig in einem 4-Tage-Takt meine Videos hochzuladen. Aber wie gesagt, ihr kriegt alle Informationen immer auf Twitter. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, folgt mir dort und ich schreibe immer mal, wie es mir geht und ob es ein Video gibt und wann ein Video online kommt etc. pp. Deswegen könnt ihr mir da mal gerne folgen, wenn ihr das möchtet. Heute seht ihr, stehe ich wieder im Badezimmer und das heißt, es gibt wieder ein Pflegevideo. Heute zeige ich euch meine morgendliche Pflegeroutine, die ich so momentan durchführe und ich finde die ganz angenehm. Ich komme damit super, super gut klar. Es sind hauptsächlich eigentlich nur Drogerieprodukte, die ich euch natürlich alle nochmal unten in die Infobox reinsetze, damit ihr genau wisst, was ich alles benutzt habe. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei meiner morgendlichen Pflegeroutine und wir sehen uns am Anschluss gleich nochmal wieder. Ja, so sehen dann die Haare aus, wenn man am frühen Morgen aufsteht. Sie stehen einem zu Berge, deswegen mache ich mir noch mal einen vernünftigen Zopf, nehme sie einfach mit den Fingern ein bisschen zurück und binde mir einfach einen Dutt, damit sie einfach jetzt während meiner Gesichtspflege nicht im Gesicht rumfliegen. Ja, und los geht's auch schon. Man kann sehen, ich habe noch ein paar Make-up-Reste um meine Augen drumherum. Das ist ein bisschen blöd, deswegen werden die jetzt erstmal entfernt. Ich nehme klares Wasser, reibe mir das durchs Gesicht und dann nehme ich auch schon das Produkt von BB Young Care. Das ist ein Augen-Make-up-Entferner und Waschgel zugleich. Ich finde, es ist ein ganz tolles Produkt, ist für Mischhaut super geeignet und es entfernt auf jeden Fall das komplette restliche Make-up, was über Nacht irgendwie dann noch drauf geblieben ist. Ja, das kläre ich auch wieder mit kaltem Wasser ab und reinige mein Gesicht mit einem Handtuch. Dann kommt es auch schon zu den Make-up-Entferner-Pads. Die sind auch von BB Young Care. Da gehe ich nochmal komplett über mein Auge drüber und entferne wirklich jetzt auch alles, was noch irgendwie hängen geblieben sein sollte. Meine T-Zone ist echt ölig im Laufe des Tages und da möchte ich ein bisschen vorbeugen mit einem wunderschönen Produkt von Florena. Das ist ein mattierendes Gesichtswasser, was ich auf die T-Zone mit einem Wattepad aufgebe und einfach ein bisschen einwirken lasse. Nun ist es wichtig, auch sein Gesicht zu pflegen, Feuchtigkeit zu spenden. Da benutze ich eine ganz, ganz tolle Feuchtigkeitscreme, die man auch gut zur Maske umfunktionieren kann. Ich kann euch dieses Produkt auch wirklich empfehlen. Es ist wirklich ein richtig tolles, frisches Gefühl, was man auf der Haut spürt und ich liebe diese Creme. Last but not least ist es auch sehr wichtig, seine Zähne zu putzen. Genau, ich benutze irgendeine stinknormale Zahnpasta von DM und da werden jetzt erstmal gründlich meine Zähne geputzt. Auch meine Lippen leiden während der Winterzeit, deswegen ist es auch wichtig, diese zu pflegen und die reibe ich auch einfach mit einer Babycreme ein. Die finde ich einfach am schönsten und ja, pflege meine Lippen sehr gut. So sehe ich dann aus, frisch, putzen, munter, fertig für den Tag und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass euch mein kleiner Einblick in meine morgendliche Badroutine gefallen hat. Wie sieht eigentlich eure Routine momentan aus, so zur Winterzeit? Was benutzt ihr da hauptsächlich für Produkte? Habt ihr Probleme mit trockener Haut oder habt ihr da überhaupt keine Probleme, sodass ihr sagt, ach, ich habe eigentlich durch das ganze Jahr hinweg dieselbe Pflegeroutine? Das ist bei mir nämlich zum Beispiel nicht der Fall, weil ich brauche momentan sehr, sehr, sehr viel Feuchtigkeit, obwohl ich ölige Haut habe. Das ist so eine ganz kuriose Geschichte. Aber diese Sachen helfen mir, so wie ich sie angewendet habe, auf jeden Fall. Und deswegen würde es mich mal interessieren, wie das bei euch so ausschaut. Ansonsten verlinke ich euch hier oben nochmal ein Video auch zum Thema Haut. Ein schönes DIY-Video, falls ihr müde, kaputte Haut habt oder keinen Bock habt, am Wochenende noch rauszugehen, aber eure Mädels euch fragen, ob ihr doch noch Bock habt, irgendwas mit ihnen zu unternehmen und denkt so, oh, eigentlich ist heute so ein Sophie-Abend und ihr müsst euch aufpäppeln und eurer Haut nochmal so einen frischen Kick geben, ist das zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Variante, eurer Haut nochmal ganz tolle
Feuchtigkeit zu spenden und eure Haut wieder wacher aussehen zu lassen. Schaut da nochmal rein, falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet. Und hier oben verlinke ich euch nochmal mein Video vom letzten Mal. Das sind meine Beauty-Jahresfavoriten aus dem Jahr 2014. Ein sehr langes Video, aber es sind tolle Beauty-Produkte dabei. Also schaut es euch einfach doch nochmal an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten hoffe ich natürlich ganz, ganz fest, dass wir uns in 4 Tagen wiedersehen werden. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Ich sende euch einen dicken Kuss. Macht's gut. Bye, bye.